Hallo Leute, wieder da mit dem nächsten Part von Dead Space. So, Timer an, so dass ich wieder nicht überziehen kann. Und sobald ich frühzeitig einen Speicher sehe und ich der Meinung bin, okay, ich habe jetzt genug gemacht, dann werde ich auch sofort speichern. Weil das war wieder im letzten Part wieder mal zu lange. So, aus zur Hölle. Rubin. Verstehe. Nämlich nur Bahnhof und ich glaube einmal Stase kann ich wegwerfen. Da der Rubin mir nicht mehr bringt, nutze ich Stase. Also wohin jetzt so? Wieder raus. Okay. Wird gemacht. Oh nee, nicht schon wieder, oder? Ach nee, jetzt werden die Ost zur. Eine Frau fährt aus. Was zur? Ach ja, Schwerelosigkeit. Stopp. Geld. Juhu. Welch wunderbares und kostbares Geld. Ich muss mich ja wieder ein bisschen beeilen. Sonst ersticke ich hier noch im Weltall, wa? Ich dampfe auf ein Schiff ohne Wiederkehr. Glaube ich jedenfalls. So, auf der Brett hier. Das frage ich mich. Wozu brauchen wir... Oh, Moment. Ihr werdet das nicht glauben. Die Sauerstoffsättigung fällt. Irgendwas vergiftet die Luft, die die Hydrokulturen produzieren. Und was es auch ist, es füllt das Ganze weg mit diesem organischen Zeug. Wir werden bald keine Luft mehr zum Atmen haben. Aber wenn ich diese Laborberichte richtig deute, kann ich ein Gift herstellen, mit dem wir das Zeug zerstören können. Kommt zur Krankenstation. Ich sollte alles hier haben, was ihr braucht. Hört das denn nicht? Okay, ich wollte erst gerade sagen, ey super, vielleicht kümmert sich mir so viele Stellen, wo man Luftmangel haben könnte. Was ist das bitte? Eine Kopfkrabbe oder was? Ne, nur von dem Baby. Alter. Facehugger aus Alien oder was? Ich glaub's ja. Das muss man speichern. Ja, wie ich gerade sagen wollte, ey, endlich mal wird es bestimmt weniger mit der Luftmangel, aber nein, jetzt muss ich bestimmt in den Raum rennen, wo ein voller Gift ist und mich beeilen, das verrecke ich wieder elendig. Super. Ja, das ist auch der einzige Weg. Machen wir mal Ebene 2, wo wir auch fahren an. Wo wir hergekommen sind. Ich vergesse, was sie sagen, welche Ebene ich hin muss. Das ist mal schlimm. Dies ist voll kacke, Leute. Da komm jetzt an. So, jetzt bin ich hier richtig. Jupp, ich bin mal wieder richtig. Ich bin echt gut mit den Fahrstühlen. Ich weiß immer so genau, wo ich hin muss. Welche Stockwerke ich hin muss. Das ist cool. Auf dein Brett hier. Oh ja. Oh ja, den brauche ich ganz dringend. Und ich weiß schon, was ich mir jetzt erstes kaufen werde. Zu Anzug Level 3. Und drinnen in den geilen Shop. So Leute, merkt euch diesen Anzug. Mal sehen, wie er danach aussieht. Die Veränderung war ja ziemlich stark von dem vom ersten zum zweiten Anzug. Jo, zensiert. Jetzt sieht er... Naja. Eine Frau braucht am einen Arm einen Schutz und am anderen Arm nicht. Das verstehe ich nicht so ganz. Aber egal, es sieht nicht schlecht aus, muss ich dazu sagen. Erstmal gucken, was wir verkaufen können. Und zwar, wir haben noch... Genau. Gold haben wir gefunden und Rubin haben wir gefunden.
In Chipkartenform. Oh, wie selten. Vor allem, wie existent. So, jetzt erstmal hier kicken. Haben wir noch schön kurven können. Ein Klein nehmen wir noch mit. Ja, den Rest haben wir eigentlich schon wieder. Dann werde ich mir auch erstmal Energieknoten kaufen. Am besten zwei. Dann werde ich meinen Plasma-Cutter wieder ein bisschen aufleveln. Dadurch werde ich wieder ein bisschen weniger Munitionsmangel haben, denke ich mal. Aber was zur... Ist klar. Ja, ne, ist klar. Was zur... so. Oh Mann, Leute. Ich bin müde. Das ist heftig. Ah, lass mich einfach mal mit. So, und wie es aussieht, ab zum nächsten Kapitel. Ah, wir kommen echt gut voran, Leute. Das gefällt mir sehr gut. Kapitel 4. Bevorstehende Vernichtung. Abgeschlossen. Ich wollte gerade sagen, beendet, aber... Ist ja dem nicht so. Und mal wieder speichern ohne Ende. Das ist ja mal richtig episch. Das ganze Spiel besteht fast nur aus Speichern und Ladebalken. Das... Oh, Kapitel 5. Tödliche Hingabe. Das klingt wie eine Art Aufopferung von irgendjemandem. Ich hoffe nicht, dass jemand aus meinem Team stirbt. Das ist jetzt kein Spoiler, Leute. Wie gesagt, ich spiele das Spiel blind. Wenn was passiert, ich weiß es wirklich nicht. Bloß ich denke immer laut. Und dadurch könnte ich eventuell was spoilern, wo ich das Spiel gar nicht kenne. Das ist irgendwie lustig. Was Neues? Aber das wird uns nicht viel Zeit bringen. Wir müssen dieses Ding vom Schiff schaffen. Die Chemikalien, die du brauchst, sind im Chemielabor. Wenn du da bist, werde ich die Tür für dich hacken. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Also, was kann ich mir schon jetzt kaufen? Nichts, was ich gebrauchen könnte, glaube ich. Ne, nichts, was ich brauchen könnte. Lass mal da mal kurz einen Blick drin schmeißen. Oh, ich habe jetzt auch ein größeres Inventar, das ist ja richtig toll. Im Prinzip hätte ich die ganze... naja, gut, okay. Im Prinzip hätte ich ein bisschen mehr Plasma-Energie kaufen können. Habe ich auch ein bisschen Geld für immer Plasma-Energie? Ja, super. Und noch ein bisschen. Jetzt sieht das doch alles bestimmt ein bisschen besser aus. Ja, yes. Nee, ist cool. Ja, ich glaube, ich habe bald mehr... Ich habe Munitionsmangel, sehe ich gerade. Ich glaube, ich hab, verdammt. Was nehme ich jetzt bloß weiterhin? Ich glaube, ich werde das Teil benutzen hier. Dieses komische Sägeblatt hier wäre. Auch doch mal das ist. Leute, ich... Es ist schon... Oh, es steht da schon. Evacuate this area immediately. Also mit anderen Worten, so schnell wie möglich dieses Gebiet sichern. Was zur Hölle, wie, wo, was, wer war das? Anscheinend hat jemand die Türschlösser auf diesem Deck neu programmiert. Und zwar erst kürzlich. Wir sind wohl doch nicht allein hier. Jemand will dich nicht in diesem Teil des Schiffes haben. Ah ja. Wer auch immer dieser Vogel ist, er hat sicher nichts Gutes im Schilde. Oder er führt nichts Gutes im Schilde. Was ist das? Lebenshaltung. Moment, ich bin jetzt in diesem Raum voller Giftstoff und kann ohne Probleme viel durchschatschen und Lebensluftmangel bekomme. Gut, Leute, das war Part Nummer, ich glaube, 12 oder 13 oder 11. Ich glaube, das war 12. Ist auch egal, sieht der ja denn. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Dieser Part war etwas kürzer, weil ich immer Probleme mit der Hochladezeit habe. Also, Leute, bis dann. Ciao.